Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei King of Retail. Leider nicht geschafft, dass ich jetzt hier einen Livestream mache. Deswegen werden wir das heute ganz einfach so mal wieder machen mit einem Part. Es wird einfach jetzt bei mir ein bisschen zeitlich knapp und von daher würde natürlich ein Livestream wesentlich länger dauern als eine Aufnahme. Und von daher habe ich mich dazu entschlossen, dass ich eine Aufnahme mache, jetzt eben für die nächsten paar Male. So, wir brauchen auf jeden Fall Leute für die Kassen und wir brauchen Leute auch zum Auffüllen. Insofern wäre die Wiederbeschaffung mir sogar noch wesentlich wichtiger und würde sagen, du wirst eingestellt für Warenbeschaffung, die liebe Emily Gläser anstellen. So, jawohl, gleich wieder zurück. Emily Gläser, die ist jetzt wahrscheinlich bei den Kassen mit drin. So, dann switchen wir die gleich mal um. Und schauen wir mal, wo packe ich dich denn hin? Also zum einen musst du ja sowieso erst einmal auf die Schulung, ne? Das ist ganz klar, dass du hier voll gebildet bist. So, und einsortieren tue ich dich im Bereich A bei den Waren. Ganz klar. Und in die späte Mittelschicht. So, Emily Gläser. Die muss ich jetzt da hier natürlich auch noch eintragen. Na, ist klar, Emily Gläser. Dass wir die drin haben. Die späte Mittel würde dann anfangen um 11 Uhr. Natürlich hier auch mit einer Stunde Pause, ganz klar. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis ich den Laden komplett eingerichtet habe und der dann auch funktioniert. Da bin ich echt immer gespannt. Ja, Verkauf brauchen wir eigentlich immer. Schauen wir mal, was wir jetzt da noch haben. Wir haben hier auch wieder Warenbefüllung auf jeden Fall. Anscheinend bekommt man nicht mehr wie 10 Punkte. Also ich vermute es jetzt halt einfach mal, weil ich habe schon lange keinen. Naja. Schon lange keinen Upgrade mehr gehabt. Ich kann seit langem nur 10 Punkte auswählen, die ich mir anschaue. So. Dann haben wir hier gleich die nächste und die ist schon eingeteilt. Von daher würde ich sagen, einmal auf Schulung bitte. Nee, das passt schon. Die machen wir als... Ja. Nee, da schule ich jetzt nicht bis da hoch. Das passt schon. So, dich packe ich auch... Nee, dich packe ich in den Bereich C bei den Herrenklamotten. Und zwar in die späte Früh. So, diesmal mache ich das nämlich echt konstant und vollständig, so wie es sich gehört. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, wie ihr das handhabt, ob ihr da auch schon mittlerweile mit einer Liste arbeitet oder ob ihr die halt einfach reinschmeißt, wie sie kommen und überhaupt keinen Überblick quasi. Das würde mich mal interessieren. So, späte Früh ist bei dir dann natürlich in der Zeit hier. Einsortiert sind die ja eh noch nicht von ihren Bereichen. Muss ich ja auch noch alles machen. Aber ich konzentriere mich gerade erst einmal nur auf die ersten drei Bereiche. Sprich, wenn wir uns das anschauen, hier auf dem Plan. Schuhe A, hier Computer ist B, C ist Herrenklamotten, Damenklamotten und D ist dann quasi die Herrenklamotten, die wir eh noch einrichten müssen. Aber ich habe ja hier noch welche, die im Grunde nur so durch die Gegend rennen und auffüllen, die werden wir dann eben auch noch dementsprechend einteilen. Irgendwann mal, hoffe ich. So, gucken wir mal. Oh, der ist echt gut. Für die Kasse wäre das jetzt nicht einmal so verkehrt, ne? Weil wir haben 4 Kassen, ne? Glaube ich, haben wir aufgebaut. Oh, der ist halt echt... teuer dann gleich, ne? Oder mal 12,40, das reicht doch, oder? Puh, jetzt echt so viel für das, dass ich dich dann an die Kasse stelle. Mike wurde eingestellt. Mike Hartmann.
Kasse. Mike Hartmann, dann schauen wir erst einmal auf die Schulung, die letzte Schulung noch, hier bei der Kasse. Ja, da weiß ich jetzt allerdings noch nicht, ne? Wo werde ich dich reinpacken? Ich habe drei in der Früh, ich habe drei Mittel und ich habe drei Spät. Dann würde ich ihn allerdings auch nochmal in die Spät schmeißen. Mike Hartmann. So, da gibt's keinen Bereich. Kasse. Spät. Ach Gott. Wenn ich so verkrampft hier hock und muss schreiben, dann ist es spät. Das passt. Bei den anderen, glaube ich, habe ich es auch nicht anders gemacht, oder? Nee, da habe ich gar nichts hingeschrieben. Alles klar. Passt schon. Mike Hartmann, spät. Kasse. So, dann würde ich aber auch sagen, weil der ist ja nur noch das eine Mal auf dem Kurs, dann trage ich den hier gleich mal mit ein. Dann hätten wir unsere vierte Spätschicht. Und jetzt gucke ich da nochmal drauf. Wir haben eine Kasse, zwei, drei und eine vierte stellen wir noch auf, und zwar hier vorne hin. Da stellen wir noch eine vierte auf. Oder ich schiebe das hier noch ein bisschen nach hinten und wir stellen die hier mittendrin. Sowas wie ein Empfangsdresen, dass sich das da vorne auch richtig schön staut. Ja, so machen wir das. Müssen wir bloß eine Kasse aufstellen. Darf ich nicht vergessen. Beginne Vorstellungsgespräch. So, Verkäufertyp. Ist er aber nicht. Der ist auch für die Kasse. Ne, ist doch cool. Dann fortsetzen. Das gefällt mir schon eher hier, anstatt 15 Euro noch irgendwas. So, der Finn Drews. Dreves. Wie auch immer. Finn Drews. Ich gehe jetzt mal von Englisch aus. Dann wär's Drews. Finn Drews. So. Kassenschulung, ganz klar. Einschreiben. Ich schreibe trotzdem bei ihm hier das mit hin. Kasse Mittel. Dann hat er nämlich hier noch 4 Stunden. Ich weiß, dass mir dann einige im Laden rumstehen, die dann im Grunde nichts machen und mich dann nur Geld kosten, aber ich bin auf jeden Fall dann abgedeckt, was die Kassen angeht, und das ist mir schon wichtig. Das ist mir gescheit wichtig. Übrigens nochmal danke für den Livestream da am Montag. Also es war wieder super, vor allem ich hatte ja den Laden zu und ich konnte mich dann voll auf euch konzentrieren und es hat mir so viel mehr Spaß gemacht. So, weil hier, wenn ich jetzt hier mit diesen Einteilungen und so weiter den Livestream mache, dann kann ich das mit meinen Listen nicht machen und dann verliere ich wieder komplett den Überblick, und von daher ist es besser, denke ich mal. So, ich mache hier auf jeden Fall, Entschuldigung, eine Werbung. Weil da haben wir jetzt nämlich auch schon lange keine mehr. Artikelmäßig. Wir gehen mal auf Schuhe. Wir gehen auf Computer. Oberteile wäre jetzt bei Damen, ne? Machen wir mal das. Oberteile bei Damen. Hier, so zack. Machen wir das mal. 2 Tage. Kaufen. Weg. Und Laden ist offen. Die Bewerbung dürfte egal sein. Dann müssten wir, ja, müssten wir ohne Probleme reingehen können. Waren sind ja im Grunde eh schon eingeräumt, bestellt und eingeräumt. Punkte kriegen wir keine. Aber 10 Punkte haben wir. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, minus 2000 ist klar, durch die ganzen Einrichtungen, die wir jetzt gemacht haben, ne, haben wir natürlich jetzt erst einmal ein bisschen Minus gemacht. So. Dann machen wir das gleich mal hier mit der Kasse, weil jetzt kommt ja der Harry nicht. Von daher
stellen wir jetzt eine Kasse hierher. Mitten rein in den Weg. Dass sich das so richtig hier staut, ja. Genauso machen wir das. Hier habe ich ja keinen Platz mehr für eine Kasse. Das ist damenklamottenmäßig, ist es halt wirklich vollgepackert. Packe, picke, pack. So, ich könnte mich eigentlich hier vorne mit hinstellen, weil wir haben ja noch keine, also wir müssen ja auch keine Waren verräumen oder sowas. Die stehen jetzt alle, glaube ich, nur rum. Oder laufen wild durch die Gegend, wie auch immer. Dann sehen wir vor allem gleich einmal, wie das hier abgeht. Excuse me. Thank you. Ich habe ja auch schon überlegt, ob ich nicht die Mitarbeiter da hinten, weil das sind ja dann doch insgesamt vier Dinge, ob wir die nicht zu der Schuhabteilung dazu machen und ich hier hinten, da wo jetzt die Kasse steht, eine Tür rein und dann da hinten quasi den Mitarbeiterraum mache. Das wäre, denke ich mal, auch nicht so verkehrt. Dann könnten wir die Schuhe noch ein bisschen ausbauen, dann könnte ich nämlich hier noch mehr Damenschuhe oder sowas mit reinmachen. Und gucken. So, jetzt haben wir 5 Leute an der Kasse da. Das heißt, ich gehe jetzt mal weg. Schauen wir mal, ob sich da irgendwer hinstellen mag. Jawohl. Jawohl. Es läuft. So, damenklamottenmäßig muss ich natürlich das im Auge behalten, ne? Das ist klar. Die füllen mir das immer schön auf, so wie es sich gehört. Ich muss jetzt schauen, dass ich da vorne die Sachen hinpacke, die ich nicht nachbestellen werde. Kann. Wie auch immer. Halt, warte mal. So. Jetzt sind sie leer. Habe ich die Dinger irgendwo hängen? Ich weiß es nicht. Machen wir die mal da rein. Zack. Moment. Ja, die muss ich irgendwo hängen haben. Mindestlager 0. Gleich ändern. Die sollten schon geändert sein. Jawohl, passt. Dann einmal löschen, einmal aufmachen. Damenbekleidung, Oberteile, Kleider haben wir jetzt. Die zwei Dinge noch. Hier einmal und hier einmal. So, dann auch gleich da wieder ändern. 0. Ups, 0. Hey, thanks. Okay, warte mal, da machen wir den Rabatt. Nee, mach ruhig 20. Dass das Zeug wegkommt. Da machen wir auch gleich einmal einen Rabatt von 20. So, Kassen müssten 1, 2. Die da hinten ist nicht besetzt. Wir haben 3 Kassen offen und eine ist zu, das ist okay. Ja, greif zu. So. Damenbekleidung, Oberteile, Jacken. Excuse me. Jacken habe ich, glaube ich, hinten hängen. Oh, thanks. Oh, es ist so hässlich. Hört mal auf, bitte mir ins Ohr zu schnauben. Das ist ja unschön. Ich glaube, dass die Dinger hier. Nee, die werde ich auch mal hier reinhängen. Schauen wir mal. Excuse me. Zack. Das sind 4 Stück. Da mache ich jetzt 2 Stück draus. Weil ich glaube nämlich, dass die ja im Regal hängen. Irgendwo hängen die. Auf jeden Fall.
Thanks. Hey. So, das Ding müsste langsam leer sein. Ups. Verdammt, ich wollte eigentlich mit dir gar nicht sprechen. Hier, kauf die Schuhe. Käme niemals in den Sinn, alles klar. Herzlichen Glückwunsch, du kaufst. So, wenn es immer wäre, ne? Ich habe jetzt ja mit dir eigentlich gar nicht gesprochen. Na dann, tschüss. So, Damenbekleidung, Oberteile, Hemden. Die haben wir noch drin, die haben wir noch drin. Warte mal, die Hässlos hier, die würde ich gerne noch mit reinmachen. Und da ende ich dann auch gleich mal die Anzahl. Oder habe ich die überhaupt irgendwo drin hängen? Ich glaube schon, dass die da irgendwo hängen, ne? Die greift wieder durch die Wand. So. Dann bitte hier einmal. Ja, die habe ich auf jeden Fall irgendwo hängen. Aber das reicht dann mit zwei, weil wenn ich da vier habe und ich habe noch immer zwei auf Lager, dann kann das ja so gut nicht laufen, ne? Hey, got excuse me. Okay. 16:05. Hey, got thanks. Das ist ja echt der Hammer, was da los ist. Hi, spare 2 seconds. Excuse. Hey. Schauen wir mal, was wir da noch reinhängen können. Thanks. Nichts mehr. Okay. Dann lösche ich mal die zwei Felder. Dann schauen wir nochmal. Damenkleidung, Oberteile, hey. Kleider. Hi. Spare 2 seconds. Haben wir die zwei wahrscheinlich einfach nur als Rückgabe wieder? Hey. Unterwäsche. Unterwäsche habe ich, glaube ich, alles wirklich drin hängen. Hemden. Wir könnten die hier mal ganz kurz reinhängen. So, dann reduziere ich die nämlich auch mal auf nur zwei. Hey, got it. Gut. Thanks. Excuse me. Muss es sein hier? Hey, a little. Hey, can you help me? Hey. Ich will nicht aus Versehen den Typen anquatschen. Hey. Excuse me. Hey, got a second? Kauf halt einfach irgendwas. Hauptsache du kaufst irgendwas. Hey, a little help. Jawohl, Feierabend. Juhu, Feierabend. Warte mal, dann stelle ich mich da noch mit hin. Thank you. Thanks. 513, Wahnsinn. Aber so viele, ne? Wahnsinn. Echt heftig. Na gut, wir haben ja jetzt dann auf jeden Fall mehr Leute drin dann. Ich gucke mal ganz kurz, wie viel ich davon noch auf Lager habe. 75 Paar, also da zehren wir noch eine Zeit lang dran. Da könnten wir natürlich auch nochmal preislich ein bisschen was machen, ne? Das ist klar. Aber gut. So. Wir gucken mal, wen wir da ein wenig hochpimpen können. Marius. Dann da noch der Rico im Verkauf. Der Nick und der Niklas. Niklas. Zack. Jawohl, der ist komplett ausgebaut. Das ist schon mal cool. Nein. Clara. Im Verkauf. Bei dir fehlt noch einiges, Clara. Der Louis. Ist fertig, jawohl. Er ist auch gut ausgebaut hier, ne? Dann haben wir noch den Valentin. Tippfehler weg. Auf jeden Fall. Und das war's. Okay, das ist schon mal gut. Dann gucken wir nochmal hier. Zwei, wir haben da drei, zwei, drei, vier, zwei, 3, 4, ja. Wir haben jetzt immer 4 am Start, außer in der Früh. Da sind es 3, aber das macht nichts. Das macht nichts. Wiederbefüller haben wir auf jeden Fall
gut am Start. Wir haben auch bei den Verkäufern gut am Start. Und Marketing ist mir ja eh egal. So. Dann einmal der E-Mail. Nichts Interessantes. Alles nur Spam. Bestellungen. 500 Artikel für 26.000. Holla. So. Ich würde sagen, wir schauen dann auch mal. Da kommen, glaube ich, dann erst Computer und dann kommen die Damenklamotten. Warte mal, leere mal bitte die Bestellung. Wir gehen mal ganz kurz auf Mindestlager. Kleider. Da habe ich sehr viele auf nur eins stehen, ne? Boah. Wie bekomme ich das jetzt in den Griff? Nur heute? Zeige alles. Damenbekleidung, Oberteile, Kleider. Da müssen wir jetzt halt eigentlich mal gucken. Machen wir mal, bestellen es einfach mal und fertig. So, weg. Dann gehe ich nochmal hier auf die Übersicht. Nee, das war E-Mail. Das ist auch nicht Überblick, wollte ich bitte. Damenbekleidung, Oberteile, Kleider. Verkaufte Artikel. Aber nicht bestellt. Das sind dann die, die ich vorne reingehängt habe. So, da ist bestellt. Die hängen hinten drin. Da ist jetzt zum Beispiel nichts bestellt. Boah, wie kriege ich das raus? Gar nicht. Wir lassen das jetzt einfach mal. Wir lassen das jetzt einfach mal laufen. So, einmal Werbung bitte. Auf jeden Fall wieder für unsere drei Berufsgruppen. Zack, und diesmal machen wir auf jeden Fall Computer, Handys. Und wir machen jetzt mal hier die Böhms 2 Tage kaufen. Wir haben 79% gehabt. Das geht eigentlich. So, dann schauen wir noch bei den Bewerbungen. Ist nur eine einzige, aber ist egal. Kann man auf jeden Fall angucken. Boah, der ist wieder so überqualifiziert, ne? Verkäufer. Ist er jetzt halt gar nicht ausgebildet und er ist launisch. Dann mache ich dich als Wiederbefüller. Wenn du nicht zu teuer bist. Nicht mehr wie 14. Naja, sagen wir 15. Er ist halt einfach gut ausgebaut, ist das Problem, ne? Aber ich will eigentlich nicht 17 Euro für einen zahlen, der hier Klamotten ins Ding hängt. So, da haben wir schon alles angeschaut, es passt. Das heißt, wir gehen jetzt mal raus. Nächsten Tag beginnen. ...35, so mag ich das. 1,3 Mille. Jawohl. So, Harry kommt. Dann können wir schön auspacken gehen. Ich mache mal die Kasse hier ganz kurz zu. Ja, und dann werden wir uns im Lager vergnügen und auspacken. Thanks. So, wir müssen jetzt echt mal schauen, ob ich das irgendwie noch in den Griff bekomme. Thanks. Was klamottenmäßig angeht. Weil es ist einfach blöd, wenn ich dann Zeug am Lager rumfliegen habe. Hey, can you help me? Was ich gar nicht... Ups. Hey. Was ich gar nicht verkaufe, ne? Hey, have a minute. Könnten wir hier bei den Ponchos, ich glaube, die haben sich auch nicht verkauft, oder? Nee. Hey. Hi. 2 seconds.
5. Die haben sich alle wirklich nicht verkauft. Dann machen wir doch da mal einfach. Gehen wir auf 24,90 mit den Dingern. Ist doch auch noch ein ganz guter Preis, würde ich sagen. Genau. Die winkt mit ihrem Daumen ins Regal rein. Oh mein. So, gehen wir mal da vorne her. Zum Reinhängen haben wir nichts. Können wir ganz kurz gucken, was ist mit dem Hemd? Heute verkauft, gestern verkauft. Also machen wir da 0. Weg damit. Hey, a little. Hi, spare 2 seconds. Hey, have a minute. Okay. Got a second. Excuse me. 2 Mindestbestellungen. Excuse me. Auf Lager 4. Thank you. Achso, na klar, wenn die da hinten 2 Stück drin hängen und hier dann 1. Hey, have a minute. Die müssten halt nur einfach die Regale mal auffüllen. Schauen wir mal. Hey, have a minute. Thanks. Das war alles viel zu viel, was ich da gekauft habe. Da sind die. Da sind sie. So, jetzt warte mal, dann machen wir das hier nämlich. Genau, die habe ich auch auf 2 gemacht. Die habe ich jetzt auf 0 gemacht, also die lassen wir auf 2. Genau, 2. Die da haben wir auch auf 2 geswitcht. Die sind alle auf 5. Gott. Kauft ja kein Mensch. Hi. Excuse me. Hey, can you help me? Machen wir da mal 19. Da auch. Thank you. Hey, was haben wir da? 149, da machen wir 129. Thanks. Na komm. Thanks. Dann natürlich die 2 auch noch. Der da. Thank you. So, passt auch alles mit 5. 5, 5, 5, 5. Die Dinger machen wir noch auf 19. Hey, can you help me? Und die dann auch noch auf 19. Hey, can you help me? Gestern verkauft 5. Ist ernsthaft, oder? Und heute keinen. Warum nicht? Have a minute. Thank you. 2 verkauft, 3 verkauft, aber immer 5. Thank you. Die eine immer so ins Ohr rülpsen, gell? Das ist nicht schön. Hi. Spare 2 seconds. Da habe ich, glaube ich, auch wirklich immer nur 1 gehabt, ne? Ja. Hi. Thank you. Da sind es 4. 4. Hey, can you help? Hey, thank you. 4. Und da hinten auch 4. Aber die habe ich nur einzeln drin hängen, ne? Dann müsste ich im Grunde die Jacken hier. Gestern verkauft 4. Die hier, gestern verkauft eine. Die machen wir dann auf 129. Hey, hey, hey. Die machen wir auch auf 129. Die hier natürlich dann auch. So, wie schaut's da aus? 81. Da machen wir 71. 114, das hat anscheinend gepasst. Da machen wir einfach 110 Euro. Thank you. 129. Thanks. Hey, can you help? Gut. Das passt schon. Denke ich. So, hui. Das soll jetzt plötzlich weg. Da ist wohl jemand verärgert. Dann mögen Sie doch bitte mal den Raum verlassen, den Laden verlassen. Hi.
Gott, geh niemals dahinter, ey. Du kommst da nicht mehr raus, ich sag's dir. So, dann tun wir die mal löschen. Dann schaue ich nochmal rein. Damenbekleidung, Oberteile, Kleider. Die Teile. Warte mal. Ich hänge die zweimal hier rein. Und schauen wir uns die mal an. Da haben auch 0 im Mindestlager. Und da auch 0. Also ist es gut, wenn die dann verkauft werden. Jawohl. Schön, so kürze ich das. Hey. Jacken. Hängen wir die mal da rein. Hey, a little help. Hey, a little help. Dann hängen wir die hier rein. Thank you. Hi. Hey, can you help me? Hey, a little help. Da machen wir jetzt 2 draus und da machen wir jetzt auch 2 draus. Das wird schon irgendwann passen. Irgendwann wird's passen. So, da haben wir ja gar nichts mehr drin, ne? Oh Gott. Es sind halt auch Sachen, die wieder zurückgegeben werden, ne? Das ist das Problem. Ich denke, das passt schon. Wir tun das Ding hier mal verkaufen. 464, dann haben wir das erste schon mal weg. Das Ding lasse ich ja mal noch stehen, das eine. So, ups. Oh meine Güte, ey. Da müssen wir halt noch einiges machen. Und da habe ich, glaube ich, noch gar nichts eingerichtet. Also, noch nicht viel. Zack. So. Da ist halt echt die Frage, ne? Wer räumt denn jetzt eigentlich die Dinger ein? Weil ich müsste mal die kompletten Mitarbeiter da noch drauf einstellen. Also die in dem Bereich halt eingestellt wurden. Schauen wir mal, ob da auch wieder was zurückgegangen ist. Ne, so wie es ausschaut, hat es alles gepasst. Da können wir vielleicht noch mal was reinhängen. Also wenn die in dem Bereich des Einzelhandels wirklich jeden Tag so viel zu tun haben, ey. Wow. Ich meine, gut, wir haben ja auch viel zu tun im Einzelhandel. Ich bin ja im Einzelhandel. Aber... So, gehen alle nach Hause, ja? Alles klar. Ich mache mal die Kasse hier noch zu, wenn ich es schaffe. Na? Anstellbereich schließen, dann passt es. Mike, du kannst auch heimgehen, komm. Lass uns gehen. Lass uns das Elend hier verlassen. So, schauen wir mal bei den Mitarbeitern. Die Kerstin. Verkauf. Haben wir ein Pünktchen. Wir haben bei Marlon bei den Waren einen Punkt. Ach stimmt, ich habe ja den erst einmal darauf ausgerichtet, dass der nichts kaputt macht, ne? So. Ups. Das ist echt übel. Wenn sie da ein bisschen daneben klickst, dann geht halt die letzte Karte auf oder die erste oder wie auch immer. So, Kassiertempo ist auf jeden Fall wichtig. Toni, Verkauf. Dir nehme ich die Prozente weg. Julia, Waren. Hier, du darfst nichts kaputt machen. Finn. Jawohl. Dann läuft es schon. So, Kasse ist in Ordnung besetzt. Ich glaube, das ist die eine Mittelschicht. Ne, das ist sogar die eine Spätschicht. Dann Warenbefüllung. Passt. Verkäufer.
Haben wir immer noch zwei in der Spätschicht, obwohl die eine dann fehlt. Auch gut. Verkäufe brauchst du eigentlich wesentlich mehr, ne? 16 Spam-Mails, ey. Und keine Werbung. Gut. Bestellung, Mindestlager 639 Artikel. Alter, naja gut, wir haben eigentlich es auf reduziert gemacht, ne? Das bringt natürlich schon einiges. Gut, dann haben wir das. Dann schauen wir uns noch ganz kurz die Bewerbungen an. Das sind nämlich nur zwei. Dann können wir zum nächsten Mal auf jeden Fall direkt dann in den Laden rein starten. Vielleicht ein Verkauf? Verkäufer wäre es auf jeden Fall ganz gut, ne? Damenbekleidung, ist er fit? Schauen wir mal, jetzt fliegt ein Hubschrauber vorbei. Ich hoffe, man hört es nicht zu laut. Okay, aber nicht weniger. Der Hans Spät. Solange er pünktlich kommt, ist mir das egal. Der Hans Spät. So, Hans Spät. Bitte einmal in den Verkauf. So, und dich packe ich verkaufsmäßig dann eben in den Bereich D bei den Herrenklamotten, weil du ist ja gut, dass du fit bist bei den Damenklamotten. Ah ne, okay, Herrenbekleidung ist in Ordnung. So, Bereich D, Verkauf. Was mache ich bei dir? Die späte Spätschicht. Hans Spät. In der späten Spätschicht. Das passt doch wie sonst noch was, oder? Spät. So. Das ist gut. Schulen müssen wir dich nicht mehr. Du bist eigentlich schon voll ausgeschult. Insofern kann ich dich dann gleich hier mit reinklatschen. Jawohl. Dann hätten wir ihn auf jeden Fall auch schon mal drin. Dann schauen wir uns die andere Bewerbung auch noch an. Vielleicht haben wir ja Glück und nochmal einen Verkäufer. Ja. Ah, verdammt, der verärgert Kunden. Ist mir aber jetzt ehrlich gesagt dann egal. Ist mir jetzt halt ehrlich gesagt egal, dann verärgert der halt Kunden. Der, wenn das jeder Zehnte ist, meine Güte. Janis Brück. Janis Brück. So. Verkauf. Schulen müssen wir dich, glaube ich, auch nochmal, ne? Doch, einmal noch auf Schulung. Ist in Ordnung. Du kriegst dann die frühe Spät. Einteilen tue ich es jetzt halt eh noch nicht, also die kriegen ihre Schicht, aber ich tue sie noch nicht auf ihre Zonen wirklich festnageln. Janis Brück. Janis Brück. So, perfekt. Das muss ich bloß noch bei dir reinschreiben, ne? Bereich D, Verkauf, frühe Spätschicht. Perfekt, dann haben wir das alles schon eingeteilt. Das ist hervorragend. Hier Werbung werde ich noch schalten und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie viele wir noch einstellen können, aber beim nächsten Mal, weil wir bräuchten auf jeden Fall für den Verkauf in dem Bereich D, also sprich in dem, wo die Herrenklamotten verkauft werden, auf jeden Fall nochmal 4 Verkäufe. Und ich brauche natürlich nochmal mindestens 6 Leute, die Waren verräumen. Ja. Mindestens 6, 7, 8, 9, eher 10 Leute, die Waren verräumen. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Ach komm, wir machen mal noch ganz kurz die Werbung, das ist egal. Es geht ja schnell. Wir machen jetzt mal Hemden, wir machen Schuhe und wir machen mobile Geräte. Und machen diesmal die Arbeiter. Wir machen die Berühmtheiten. Und wir machen die Ökos. Wir machen jetzt einmal komplett anderes Klientel. So.
2 Tage kaufen. So, und weil mich interessiert nämlich jetzt mal das hier. Also, das ist nicht schlecht, ne? Das sind insgesamt 28.000, 29.000. Das ist echt nicht schlecht. Fast 6 bleiben hier drin und 23 gehen drüber. Das ist nicht schlecht. Cool. Gefällt mir. Auf jeden Fall, man kann hier so einiges machen. Ich denke, wenn ich ein neues Konzept aufmache, dann werde ich mich mal mit einem Laden, auch ungefähr in der Größe, aber nur ein einziger Bereich machen. Sprich, also entweder alles, was in Elektronik drin ist, alles, was in Kleidung drin ist oder alles, was in Schuhe drin ist. Da machen wir mal wirklich dann einen großen Laden, wo man das dann im Grunde nicht durch Wände, sondern einfach nur durch, dann, wenn ich jetzt Klamotten mache, dann eben hier zum Beispiel das Eck für die Damenklamotten, hier das Eck für die Herrenklamotten, hier Herrenschuhe, da Damenschuhe, irgendwo dann noch Unterwäscheabteilung, also so würde ich das dann tatsächlich mal machen. Aber das erst mit einem neuen Konzept, keine Ahnung, da können wir so einen Klamottenstore machen oder PC-Store oder wie auch immer. Yes, für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich jetzt schon mal für ein Like, für Kommentare und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.